Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Das war natürlich wirklich unglaubliches Gefühl, das erste Mal wieder auf der Bühne zu stehen. Als wäre nix. Ja, ach so. Mhm. Ja, und halt ein Konzert zu spielen. Ja. Ja, vor allem unter Voraussetzungen, wie man sie nur vor Corona kannte. Das war ja das Ding an der Sache. Pilotprojekt Festival heißt ja, dass man unter den alten Bedingungen ein Festival macht Voraussetzungen, und so war das dann auch. War wirklich einfach. War krass, wie schnell man es vergessen hat, ne? Auch ja. Selber. Dann, wir sind ja dann noch so, ich sag mal, noch so ein bisschen geblieben. Und wie schnell man das dann vergessen hat, dass man dann da irgendwie sich immer noch in einer weltweiten Pandemie befindet und aber halt alle ja getestet, genesen, geimpft. Und dann ist man da halt wirklich, da hat man auch keinen Stress, da irgendwie in einem Raum zu tanzen mit Haufen anderen Leuten. War ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall. Wild. Und dann völlig euphorisiert natürlich von der Bühne runtergekommen. Und so, oh mein Gott, Steffen wartete schon mit so Sekt auf mich im Backstage. Ja, cool. Und dann haben wir angestoßen. Und dann war ziemlich schnell klar, wir hatten, die hatten so ein Hotel halt gebucht, wo man hätte übernachten können. Aber es war eine halbe Stunde entfernt vom Festivalgelände. Und wir dachten, nein, hallo, wir sind jetzt hier zum ersten Mal seit 100 Jahren gefühlt wieder auf dem Festival. Wir müssen natürlich hier schlafen. Hallo, Herr Festivalbetreiber, haben Sie vielleicht ein Zelt für uns? Hallo, Herr Pangea. Und dann hat der Herr Pangea hat dann für uns tatsächlich noch so eine Zelte gehabt, weil man muss dazu sagen, ich habe quasi am Anreisetag, am ersten Tag gespielt, und das wurde ja gesponsert von About You. Es gibt aber auch Zalando, und es gibt auch andere Online-Klamotten Versandhändler. Resales. Genau. Aber jedenfalls wurden, glaube ich, deswegen so ein bisschen sehr viele so InfluencerInnen, die da zu Gast waren, und die halt schliefen in sogenannten Glamping. Glamping wurde es genannt. Zelten. Was für mich ein totales Oxymoron ist. Ist ein Oxymoron ein widersprüchliches Wort? Naja, aber man ging halt rein. Ne? Und also, schon, es hatte direkt so ein kleines bisschen Vibes wie dieses hier Fire Festival, wo man. Man musste so ein bisschen daran denken, weil der Fußboden war halt so, dass halt keine Netz von unten kommt. Man hatte direkt diese Bilder von dieser großartigen Dokumentation von diesem Festival in der Karibik. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Auch so ein Fire Festival. Ja. Wo halt alles unglaublich schief geht. Aber dort ging nichts schief. Im Gegenteil. Ja, bis auf das Testen am Anfang. Das stimmt. Aber dafür konnten die jetzt nicht so viel Internet schuld. Aber jedenfalls, Steffen und ich jedenfalls rein in dieses Zelt und vielleicht so, oh mein Gott, geil. Wir haben jetzt hier ein richtiges Zelt, aber. Mit richtigen Betten und so. Aber mit richtigen Betten halt drin. Und haben dann halt dann unsere Sachen reingeworfen und haben uns dann ins Getümmel geworfen. Und dann kamen wir irgendwann nachts wieder. Haben uns aneinander rangekuschelt. Steffen hat mir noch eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und das war der erste Festival. Und am nächsten Tag dann wirklich dann über so das Festivalgelände nochmal so gelaufen, auch so bei uns da, wo die ganzen Zelte waren. Und da war das halt wirklich so, da ist dann so, da ist mir dann so Stefanie Giesinger so über den Weg gelaufen und so. Der war dann halt so, war so hoffentlich famous. Es gibt aber auch noch Stefanie Heinzmann. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Jennifer Roster. Genau, und das war ein tolles Ding. Und dann war es natürlich so, wie gesagt, wir haben die Geschichte ja eingeleitet damit, dass Steffen gesagt hat, er war schon so ein bisschen am Limit. Wie gesagt, ihr kennt ja die Geschichte, wir haben ja angefangen damit, dass Steffen quasi mehr oder weniger noch von einer Experience im Dschungel, quasi im Flugzeug mit Jetlag hier landet, die Sendung macht, mit mir aufs Festival kommt und dann aber sagt, Felix, du, ich bleib noch. ich war wirklich so von Höh to Hört, wie sagt man, wurde ich dann, das war ja auch wirklich berauschend, was da los war. Und dann wurde ich halt, ich lasse mich dann immer gern breitschlagen, vor allem. Ja, ich brauche sehr Sekt wenig. Gesprochen. Du hast von dem sehr Sekt wenig, gesprochen. Breitzuschlagen. Da haben dich ganz wieder ganz doll überreden müssen. Und da war ja Philipp, unser Mann in Hollywood, war ja auch da, wo sonst, und noch ein paar andere Freunde, die auch gearbeitet haben. Und ich meinte, ey, bleib doch noch morgen. Da war auch Shelterboy am nächsten Tag da. Und da war ich so, ja, ey, klar, ich bleibe bis morgen. Woo! Und dann, bin ich dort geblieben, und am nächsten Morgen hat sich natürlich die Idee erstmal ganz anders angefühlt, wo man dann so, vor allem nochmal zu dem Glamping, das war ja wirklich auch ein bisschen, war trotzdem Zelten, und das habe ich dann gemerkt, dass ich aufgewacht bin und guck so nach oben und sehe so ganz viele kleine schwarze Punkte sich so abseilen über meinen Kopf. Und dann gucke ich so runter und da waren überall so ganz viele kleine Spinnen. Das fand ich nicht so
Bist du ein bisschen spinnskeptisch? Ich bin auch ein bisschen spinnskeptisch. Nee, ist einfach so, die waren wirklich ganz klein, aber es war, will ich nicht haben auf meinem Bett. Die können ihr Ding, die können ihr Ding machen. Ich mach mein Ding. Ja, und dann ja, bin ich halt geblieben, war erstmal ein bisschen lost und ja, du hattest halt quasi auch so ein bisschen das Privileg verloren, dass du quasi du hast ja dann quasi nicht mehr mit dem Headliner ich hatte keine Berechtigung mehr dort eigentlich. Ich hatte natürlich das Bändchen noch, ich konnte noch überall rein. Aber ich meine, du brauchst ja erstmal nicht. Ich fand Catering, moin. Dann noch mal ein Zelt, du musstest ja noch mal schlafen. Und eigentlich, wie ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben ja das Zelt eigentlich auch nur so ein bisschen deswegen bekommen, weil wir halt einen Tag, also an dem Anreisetag da waren und halt viele von den InfluencerInnen noch nicht da waren. Das heißt, konntest du einfach das Zelt behalten? Naja, unser Booker, auch dein Booker, der hat sich ja dann auch so ein bisschen auch so gekümmert. Und ich habe gesagt, ey, kannst du nicht nochmal dem Mr. Festival fragen, ob ich das noch haben kann, das Zelt? Aber der war auch irgendwie ganz kaputt am nächsten Tag. Da war auch nichts mehr zu gebrauchen. Ich weiß nicht, wie ihr es nach Hause geschafft habt. Und der schreibt mir so, ja, ich kümmere mich, geht seinen Gang. Ich so, jo, sauber, cool. Und dann halt zweiter Tag, auch schöner Abend gewesen, Shelterboy angeguckt, war wieder ein schöner Abend. Und dann dachte ich so, jetzt gehe ich aber ins Bett, bin ein bisschen müde. Und dachte ich, gehe auf gut Glück, ich einfach nochmal, jetzt ist unser Zelt. In unser Zelt. Und sieht ja von außen ganz normal aus und dann fummel ich halt so am Reißverschluss, zieh den schon so hoch und dann höre ich nur so, hey, Meister, hallo. Und ich so, scheiße, schnell wieder zugemacht, weitergelaufen und so, wusste nicht wohin. Ja, scheiße, da war natürlich das Zelt schon wieder weg. Stefanie, du musst mich verstecken. Ja, und dann, das war wirklich ein bisschen, da war das Glamour ging ganz schnell verloren, weil ich hatte doch keinen Bock, jetzt alle Zelte da so, hey, oh, da sind schon alle aufwecke mitten in der Nacht. Und da dachte ich mir, ich gehe mal da oben in der Lobby, da war so ein Lobbyzelt, also die Rezeption, da waren so ein paar Couches, ich gucke mir die mal an und hab ich dann einfach neben Dresden dort auf die Couch erstmal so hingesetzt, so aufs Handy geguckt, guten Tag. Da, und dann so ganz. Und ich arbeite hier auch noch, ich bin ein Influencer. Ich muss nur noch schnell was posten. Und dann halt wirklich sofort, weil ich hundemüde war, weggepennt und ich habe richtig gut da geschlafen. Zum einen auch, weil es da keine kleinen Spinnen gab. Ja, und dann halt irgendwann aufgewacht, da waren schon Haufen Leute hinter mir am Dresden, die da einchecken wollten. Ich, auch wie ich eingeschlafen bin, so langsam wieder. Und dann abgehauen. Ja, das war dann Tag 2. Okay, Steffen, ich bin... Und dann, ja, also, nee. Ja, und in der ersten Nacht, jetzt will ich mal zu meinem Platz 4 kommen, in der ersten Nacht haben wir noch jemanden kennengelernt, die auch unserer Party... Gruppe, weil wir hatten, offensichtlich die Party. Es bildet sich dann so ein bisschen eine Party-Traube. Ja, die sind gut drauf. Hat sich uns eine Mädchen angeschlossen, das ist die Mariam. Und wie sich dann rausstellte, macht sie auch Musik. Und ich bin dann auch nach dem zweiten Abend mit ihr noch nach Dresden gefahren. Die hat mich dann mitgenommen. Ich dachte, liegt halb auf dem Weg, fahre ich mit. Und ich hatte in Dresden gespielt, habe gesagt, hey, natürlich gucke ich mir auch das Konzert. Es war auch so, oh, ich muss morgen nach Dresden fahren, das sind irgendwie 5 Stunden und ich fahre mit und ich halte dich wach, weil die hat ja auch wenig geschlafen, kein Problem. Und ich steige in das Auto bei ihr ein, sofort eingepennt und in Dresden wirklich erst aufgewacht, 5 Stunden durchgepennt. Die muss ja übelst übermüdet, so alleine fahren und ich daneben. Die Geschichte, die du erzählst, wirklich so, die Leute hören einfach das so an und denken so, dass du bist so jemand, der so vom Glück verfolgt ist, der immer so boing, 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 boing. Irgendwie so von einer tollen Geschichte so in die nächste stolpert. Ja. Traurig aber war, das war es schon wieder mit Radio mit K. Steffen findet, sucht gerade auf seinem Handy nach den Folgen, aber es gibt es auch einfach hier. Hier kann man einfach, da. Hier kann man die letzten Folgen sich angucken. Und da vielleicht auch noch oder so, weiß nicht. Irgendwo hier. Wir sehen es nicht, wir tun nur so. Ja. Aber da müsste es dann sein. Schaltet ein.